In St. Jakobi stehen vier Altäre aus der Zeit um 1500. Zeugnisse spätmittelalterlicher Frömmigkeit. Noch 1525, also kurz vor Einführung der Reformation in Hamburg, zählte man in St. Jakobi 20 Nebenaltäre. Nach der Reformation wurden jedoch die meisten der Retabeln entfernt. Es blieb fast ausschließlich erhalten, was die Bruderschaften und Zünfte gestiftet hatten. Der Trinitatisaltar, Altar der Böttcher um 1510, fand seinen Platz im Altarraum. Der Petri-Altar, Altar der Fischer um 1508, und der aus dem Hamburger Dom stammende Lukas-Altar der Maler 1499 befinden sich in den beiden Südschiffen. Im Nordschiff steht seit Dezember 2019 der sogenannte Osterkirchenaltar aus Eilbek. Der Lukas-Altar ist eine Stiftung der Malerzunft für die Marienkapelle des Hamburger Domes. Nach dessen Abriss kam er 1805 nach St. Jakobi. Der künstlerisch anspruchsvolle Altar ist auf 1499 datiert und zeigt Mitglieder des Maler- und Glaseramtes und der Lukasbruderschaft. Noch heute werden die Gesellen und Meister der Hamburger Maler- und Lackiererinnung sowie der Glaserinnung im Rahmen einer festlichen Zeremonie vor dem Lukasaltar freigesprochen. Der Legende nach galt Lukas als der Begründer des authentischen Marienbildes. Als sich ab dem 13. Jahrhundert Lukasbruderschaften bildeten, avancierte er zum Schutzheiligen der Malerzünfte. Bei geöffneten Flügeln des Schreins sieht man Maria im Atelier des Malers. Ein Hinweis auf das neu erwachte Selbstbewusstsein der Künstler. Maria mit dem Sohn auf dem Schoß ist umgeben von Lucia, der Patronin der Glaser, und Katharina von Alexandrien, die in der katholischen und orthodoxen Kirche als Märtyrerin verehrt wird. Lukas sitzt an der Staffelei, während im Hintergrund die vier Kirchenväter ergänzt durch den heiligen Cyriakus zu sehen sind. Auf den bemalten Innenflügeln werden die gesellschaftlichen Aufgaben der Lukasbruderschaft mit der Legende des heiligen Lukas verknüpft. Sie rücken das karitative Handeln der Bruderschaft, hier Pilgerspeisung und Seelengeleit, ins Licht. Bei geschlossenen Flügeln wird auf den Außenseiten erneut das Lukas-Thema präsentiert. Im Skulpturenschrein sitzt Maria dem Maler Modell. Auf den Tafelmalereien der Außenflügel erscheint sie ihm als visionäre Mondsichel-Madonna.